Kinder und hi, liebe Eltern. Hier ist Muffi Puffi, euer Lieblingsstegosaurus. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und anders als Mr. Herbisaurus, der den ganzen Tag auf der Couch rumliegt und Bonbons in sich reinhaut, bin ich ein echter Metal-Dino und ich hab Hummeln im Hintern. Deshalb habe ich mir was Tolles für euch überlegt. Wir konnten ja in der letzten Zeit nicht so oft auf der Bühne stehen wegen Corona. Und deswegen habe ich meine tolle Dino-Höhle umgebaut in ein 1A-TV-Studio. Und hier sind wir mit Dino Metal TV. Yeah! Ja, Kinder! Bei mir wird es Dino-starke Interviews geben, lustige Videos, Gewinnspiele und für alle die, die mal richtige Dino-Metalheads werden wollen, die Dino-Metal-Schule. Ja, und weil wir in letzter Zeit keine Dinos treffen können und auch keine Menschen und wir können noch nicht mal essen gehen. Ach, Marmutkula. Oh, wo war ich? Deswegen habe ich hier den Kommunikosaurus. Mit dem kann man hervorragend kommunizieren. Und den habe ich aus unserem letzten Raumschiff ausgebaut, mit dem wir abgestürzt sind. Und da habe ich noch mehr Teile mitgenommen. Ein Kabel. Und das ist super. Ach, brauchen wir nicht. Das auch nicht. Wir wollen mal gucken, ob der Kommunikosaurus noch funktioniert. Er geht! Ups! Da ist ja noch ein Kanal offen. Kann das sein? Seit über 2,5 Jahren. Nee. Wisst ihr, als wir abgestürzt sind mit dem Raumschiff, da kamen wir gerade aus Finnland, aus dem Tonstudio. Damals haben wir da das Album Rock'n'Ra aufgenommen für euch. Und bei Nino im Studio, das kann ich euch sagen, das ist lustig. Und als letztes haben wir mit dem gesprochen im Raumschiff. Meint ihr, der ist noch da? Nino? Hei Muffi Puffi, mitä sä tällä kanavalla oikein teet? Mä luulin, että sun kommunikosaurus meni rikki siinä törmäyksessä. Minusta kommunikosaurus? Ihr versteht ja gar kein Finnisch. Was mache ich? Da muss ich euch übersetzen. Nino fragt, was ich hier mache, weil er dachte, dass der Kommunikosaurus beim Absturz kaputt gegangen sei. Nee, Nino, den habe ich ausgebaut und habe den wieder zusammengeschustert und geflickt, ne? Cool, hä? Und was machst du die ganze Zeit so? Ich sitze hier in meinem Fernsehstudio, aber was machst du? Weil ihr dürft ja bestimmt auch nicht live spielen, oder? No aivan sama tilanne täällä Suomessa. Tosi vähän ollut keikkoja, mutta sitäkin enemmän oltu studiossa. Tehty uusia biisejä, jammailtu ja vähän treenailtukin. Kuulostaa hyvältä. Ja, er darf leider auch nicht live spielen. Und deswegen ist er die ganze Zeit im Studio. Und im Moment nimmt er gerade eine Platte mit einer anderen Band auf. No mitäs ne teidän fanit tykkäs siitä pianon kannen alla biisistä? Teidän kai jotenkin aina niin hauskaa. Komppi melkein poltti mun terassin ja riffiraffin vahvistin sytty tuleen kesken äänitysten. No, oma moka. Mitäs soitti niin tulisen soolon? Ja, Nino hat erzählt, dass er immer so viel Spaß mit uns hat im Studio beim Aufnehmen. Nur beim letzten Mal sind da so ein paar Sachen passiert. Uiuiuiui. Da hat der Kompi-Mompi beim Grillen ist fast die Terrasse in Flammen aufgegangen. Uiuiui. Und einen Tag später war der Riffi-Raffi gerade beim Solo-Spielen. Und das war so heiß, das Solo. Und der hat so schnell gespielt, dann hat der Verstärker angefangen zu brennen. Boah, das war richtig knapp. Sorry, Nino. Ach, und Nino fragt, wie euch denn der Song gefallen hat. Zu Hause so viel Spaß. Tja, Nino, die Fans, die fanden den Song super. Die haben auf YouTube mehr als 200.000 Mal geklickt. Ja,
Super Fans haben wir. Und dann, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich surf so auf YouTube rum, such unseren Song, wie viele Klicks der hat. Plötzlich gibt's den zweimal. Weil da haben zwei Mädchen von einem Turnverein in Dieburg ein Tanzvideo aufgenommen zum Mittanzen mit unserem Song. Ha, ich habe den ganzen Tag getanzt. Boah, ich hatte 3 Tage Muskelkater. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, das Video, das muss ich euch jetzt direkt mal zeigen. Tschüss, tschüss Nino. Moikka. Oli kiva jutella, Muffi. Ciao. Nähdään. Moi moi. Pah, aber irgendwie geht er nicht. Ach, Mensch. Ich glaube, ich muss da noch mal ran, den reparieren. Wartet mal. So. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. So. Jetzt geht er wieder. Ja. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Zu Hause so viel Spaß. Mit unserem Song und dem Tanzvideo von Laura und Jana. Morgens stehen wir ganz spät auf. Keiner geht weg, alle bleiben zu Hause. Ja, boah, hat das Spaß gemacht zu tanzen. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgetanzt. Das haben die toll gemacht, die Mädels, ne? Vielen, vielen Dank. So, und jetzt seid ihr dran mit Tanzen. Fragt mal euer Mama, Papa, Oma, Opa oder eure Geschwister, ob die euch beim Tanzen filmen wollen, ne? Und wenn ihr euch aufgenommen habt, schickt ihr das Video an meine E-Mail-Adresse. Die heißt muffi@dinometaltv.de. Dinometaltv, alles zusammengeschrieben. Und hier unter dem Video könnt ihr es nochmal sehen, die E-Mail-Adresse. Dann schickt ihr mir das Video. Und die Videos, die mir am tollsten gefallen, zeigen wir in der nächsten Show auf diesem wunderschönen alten Kommodikosaurus. Und der mir als erstes das Video schickt, der oder die bekommt von mir ein Spezialgeschenk. Also nicht so lange warten und direkt losschicken. Hätte ich ja fast vergessen. Ich wollte euch doch meinen Freund vorstellen. Der ist nämlich Sänger bei der Band Saltatio Mortis.
und er heißt Alea. Mit Saltatio Mortis spielen wir eigentlich immer auf den MPS-Festivals, aber dieses Jahr gibt's keine. Und deswegen haben wir uns hier verabredet und wollen jetzt hier kommunizieren. Hallo? Hallo, Alea. Hi, Alea, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Hey, Muffelpuffi, Grüße ins Raumschiff, wie geht's euch? Ja, uns geht's super. Raumschiff ist ja leider kaputt, aber uns geht's toll. Wir dürfen halt nicht spielen, aber auch das werden wir überstehen, ne? Richtig. Aber man vermisst es halt wirklich, gell, die lachenden Gesichter der Leute zu sehen. Total. Guck mal, du hast doch diese coole Band, Saltatio Mortis, mit den lustigen Instrumenten. Willst du mal da unseren Dino-Metal-Fans was drüber erzählen? Tja, also lustige Instrumente, das hast du schon richtig gesagt, aber wir spielen ja Dudelsäcke und große Trommeln und solche Sachen. Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt, geht mal auf YouTube und schaut mal unter Saltatio Mortis. Da findet ihr ganz viele Videos von uns. Und wir haben mal irgendwann an der Straßenecke angefangen, also nur mit diesen Dudelsäcken und Trommeln. Und mittlerweile spielen wir auch mit E-Gitarren, also fast schon so hart wie die Dino-Mettler. Und natürlich auch auf großen Festivals zusammen mit Heavysaurus. Ja, das macht immer tierisch Spaß, ne? Auf jeden Fall. Aber ihr trinkt ja immer nur diese Mammutmilch, ne? Also irgendwann, wenn ihr Rock'n'Roller werden wollt, dann müsst ihr da noch weitergehen. Ja, irgendwann. Ja, aber was hast du gegen Mammutmilch? Naja, egal, anderes Thema. Mit Schuss kein Problem. Aber hör mal, ihr habt doch so eine CD rausgebracht, die geht ja tierisch durch die Decke. Und da haben wir ja auch einen Song drauf gespielt. Ja, ich meine, das ist ja mit ein Grund, weshalb die CD so durch die Decke geht, weil ihr einen super schönen Song dazu beigesteuert habt, der heißt Dino-Freunde. Und das sind wir ganz dankbar dafür, weil der ist wirklich schön und wir haben ganz viel Freude dran. Ja, das freut uns. So muss das sein. Ja, es wird aber mal wieder Zeit, dass wir mal wieder zusammen irgendwie auf einem MPS spielen können. Ne? So lange. Oh, ja. Aber hör mal, ich habe hier in der Show so ein Gewinnspiel gemacht, ne? Da sollen die Dino-Metal-Fans für uns tanzen. Hast du nicht Lust, eine von den super coolen CDs zu stiften als ersten Preis? Aber natürlich. Ich meine, dann können die Kids ja auch den Song von euch bekommen dadurch. Ja. Der ist nämlich auf der CD, die dabei liegt. Ja, das sind ja sogar zwei CDs, ne? Ganz genau. Es sind dann zwei CDs und auf der einen ist Dino-Freunde von Heavysaurus drauf. Mhm. Das ist doch eine besondere CD. Warum sind das zwei? Warum sind da so viele andere Bands noch dabei? Ja, uns gibt es halt schon seit 20 Jahren. Und, 20 Jahre? Ja, und da haben wir befreundete Bands gefragt, wie zum Beispiel Heavysaurus, ob sie für uns nicht noch einen Song, den wir mal gemacht haben in den letzten Alben, also irgendwann in diesen 20 Jahren, neu auflegen wollen in dem Sound ihrer eigenen Band. Und das hat Heavysaurus großartig gemacht. Total schön und sehr, sehr lustig. Da war richtig abgerockt, ja. Aber ich habe immer noch einen Lieblingssong von euch. Und da freue ich mich wieder drauf, wenn ich euch endlich wieder live sehen kann, mal zusammen Kaugummi ist mega singen können. Ah, das wäre ja cool. Dann kommst du mal auf die Bühne, können wir zusammen singen. Auf jeden Fall. Und ihr müsst mir zeigen, wie es geht mit den vielen Kaugummis. Ich habe das nie hingekriegt. Ja, guck mal unsere Fressen an hier. Du hast ja, ihr Menschen habt ja eher so einen kleinen Mund. Bei uns passt da schon richtig was rein, ne? Ich bin Sänger, da passt auch viel rein. Ja, das können wir ja dann auf der Bühne probieren. Dann zählen wir schön alle laut mit den Kindern. Dann gucken wir, ob du da so 26, 27 reinbekommst. Okay. Da leg dich nicht in den Mund. Challenge accepted. Das wirst du verlieren. Hör mal, mein Freund, ich freue mich tierisch, wenn wir uns bald wieder irgendwo sehen können auf der Bühne. Und ich danke dir, dass du hier warst. Und ich danke auch. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte und sag ganz liebe Grüße an alle und ganz besonders an Milli Pilli. Oh, da wird die sich aber freuen. Sag ich auf jeden Fall. Und du grüß auch die Jungs und passt schon auf eure Nudel, wie auch immer, Säcke auf. Und viel Spaß und bald sehen wir uns wieder und dann können wir zusammen abrocken und Kaugummi kauen und mit den Fans feiern. Tschüss. Auf jeden Fall. Alles Gute. Tschüss. Ach, ich kann's nicht abwarten, wenn wir alle wieder die Bühnen rocken dürfen.
Und ist das nicht großartig, dass wir für das erste Video von Alea eine CD bekommen? Und wisst ihr was? Von mir gibt's für die ersten 3 Videos noch 3 nagelneue Heavysaurus-Wandkalender dazu. Boah, ich freue mich so auf eure kreativen Videos. Da kann ich den ganzen Tag abtanzen. Und jetzt kommt's. Ich hab hier gleich einen, der sich wie kein anderer mit Dino Heavy Metal auskennt. Er forscht in Heavy Metal seit 65 Millionen Jahren. Er hat auf allen Bühnen dieser Welt gespielt. Begrüßt mit mir, Professor Dr. Mr. Heavysaurus. Liebe Kinder, hier ist Mr. Heavysaurus von der Band Heavysaurus. Ich grüße euch und natürlich auch die, die euch immer hinterherlaufen müssen, ganz herzlich zu unserer ersten Folge von Heavy Metal Geschichte. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was ist das, Heavy Metal Geschichte? Tja, Kinder, das ist eigentlich ganz einfach. Wie ihr ja wisst, spielen wir Dinos Heavy Metal. Das ist Englisch und heißt ins Deutsche übersetzt schweres Metall. Und das trifft schon ganz gut, denn Heavy Metal wird meist mit verzerrten Gitarren gespielt. Die Töne, die man von den Gitarren hört, entstehen durch Anschlagen von Stahlsaiten und zack, schon wissen wir, warum es Heavy Metal heißt. Außerdem ist Heavy Metal laut, schnell und macht schön. Okay, letzteres war jetzt geflunkert, aber ein bisschen Spaß beim Lernen muss ja wohl sein, oder? In erster Linie ist Heavy Metal aber eine Musikrichtung. Viele sagen, es wäre die einzig wahre Musikrichtung, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Musikrichtungen auf diesem Planeten. Da gibt es zum Beispiel Pop, Disco, Rap, Schlager, Blues, Jazz, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Selbst beim Heavy Metal gibt es unterschiedliche Richtungen. Da gibt es Power Metal, Death Metal, Black Metal, Viking Metal, Pagan Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Industrial Metal, New Metal, Symphonic Metal, Female Frontend Metal und manchmal doofen Metal. Aber hey, das ist natürlich alles Geschmackssache, sagte das Mammut und biss in die Zitrone. Aber wer hat jetzt eigentlich den Heavy Metal erfunden? Die vermutlich erste Heavy Metal Band heißt Black Sabbath und die gibt's schon sehr, sehr lange. Genauer gesagt schon über 50 Jahre. Und ja, es gibt sie immer noch. Da spielen 4 Engländer. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo England liegt, nehmt euren Weltatlas heraus und sucht danach. Kleiner Tipp, es ist eine Insel und liegt ein paar Kilometer nordwestlich von den Niederlanden. Was? Wo die Niederlande sind? Naja, die grenzen direkt westlich an Deutschland. So, jetzt aber genug Geometrie. Zurück zu den 4 verrückten Engländern. Ja, damals waren die verrückt und jung. Und jetzt sind sie mindestens so alt wie euer Opa. Und die haben als eine der ersten Bands wilde Rockmusik gemacht, die grob nach Heavy Metal klingt. Das liegt vor allem daran, wie einer der Jungs, der Gitarrist, der heißt Tony Iommi, seine Gitarre gespielt hat. Mit vielen Riffs. Das sind Gitarrenmelodien, wie sie auch unser Banddrache Riffy Raffi benutzt. Und genau diese Riffs haben später ganz viele Musiker nachgemacht, weil ihnen das so gut gefallen hat. Und bei Black Sabbath hat Ozzy gesungen. Ozzy Osbourne, ein komplett verrückter, durchgeknallter Typ, der allerlei Quatsch auf der Bühne gemacht hat und dabei die Massen begeistert hat. Man könnte sagen, fast wie bei uns. Aber irgendwann hatte Ozzy keine Lust mehr, in dieser Band zu singen und viele glaubten, das sei das Ende der Band. Aber dann kam Ronnie James Dio, ein kleiner Amerikaner mit italienischen Wurzeln und einer Rockröhre gesegnet, wie sie auf dieser Erde kein zweiter Mensch hatte. Und der hat dann auch noch die Pommesgabel erfunden. Das Erkennungszeichen aller Heavy-Metal-Fans weltweit. Wisst ihr denn, wie die Pommesgabel geht? Nein? Okay, dann zeige ich euch das mal schnell. Zuerst stellen wir uns ganz locker in die Mitte des Raumes und lockern Arme und Beine. Ungefähr so.
dann stellen wir fest, dass wir unsere Beine für die Pommesgabel gar nicht brauchen. Denn eigentlich brauchen wir nur unsere Hände. Hebt jetzt euren linken oder rechten Arm oder wenn ihr könnt, beide und streckt diese in die Höhe. Zeigt mir eure Hände mit allen Fingern. Los! Und jetzt klappt ihr die beiden Finger zwischen eurem Zeigefinger und dem kleinen Finger ein. Den Daumen schiebt ihr vor die eingeklappten zwei Finger und fertig ist die Pommesgabel. Und mit dieser Pommesgabel könnt ihr jedem auf der Welt zeigen, was eure bevorzugte Musikrichtung ist. Und das soll's an dieser Stelle auch schon gewesen sein mit unserer ersten Folge Heavy Metal Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann unter anderem um Judas Priest und Iron Maiden geht. Bleibt gesund und macht's gut, euer Mr. Heavy Saurus! Danke, Professor Dr. Dr. Mr. Heavy Saurus. Das war sehr interessant. Was der so alles weiß, der Heavy. So, liebe Kinder, wenn's euch gefallen hat, dann schaut doch in 4 Wochen wieder rein zur 2. Folge von Dino Metal TV. Bis dahin besucht unseren Heavysaurus Shop. Da gibt's T-Shirt, Hoodies, Poster, Kalender, Autos, Flugzeuge und Autos gibt's da nicht. Aber da gibt es alles, was das große und das kleine Dino Metal Herz begehrt. Und jetzt habe ich noch eine Mega-Dino-Überraschung für euch. Hier gibt es jetzt die Weltpremiere unseres Musikvideos zu Retter der Welt. Ciao, bis in 4 Wochen. Ciao. First time.